Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded mit Voucher und mit unserem Nerd-Alterle. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Heute geht's zum Wendelsein im Labor unterm Schuppen. Wir gehen in der Story weiter. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht alles heute in einer Folge reinklatschen. Ich nehme an, dass wir da auch morgen noch unterwegs sind. Ihr erinnert euch, unterm Schuppen war die Hölle los. Und wir sind ja bisher nur unten gewesen wegen einer schwarzen Witwe. Also die musste auch noch irgendwo auf uns warten. Ich bin sehr gespannt. So sieht's aktuell aus. Meine drei Trinkets nehme ich mit. Ich habe den Leuchthelm für uns dabei, die Rüstung, alles soweit aufrepariert. Trinken ist dabei, ein bisschen was zum Essen habe ich. Wir wollten oben noch gucken, der Alderle und ich, ob ich da eventuell noch ein, zwei Buff-Food machen kann, falls wir dann wirklich auf die schwarze Witwe treffen, dass sie uns nicht gleich wegbollert. Ich habe nämlich ein bisschen was Pseu, ich glaube Pilzparo. Für mehr hat sie gereicht, Leute. Dann würde ich sagen, da stellen wir zwei Stück her. Sollten dann morgen früh durchgelaufen sein. So, und jetzt haben wir natürlich gesagt, komm, heute und morgen werden wir unterwegs sein. Da müssen wir jetzt auch nicht wirklich Gas geben in der Form, sondern wir wollten uns ja noch den Zauberstab bauen. Und da würde ich sagen, das machen wir auch. Und den testen wir dann eventuell einfach mal noch, bevor wir dann losziehen morgen. Und ich hatte mich entschieden, den scharfen Stab zu machen. Stelle ich uns her, ist hergestellt. Und ihr seht auch, ich habe ein paar Tools ausgeräumt, weil ich nicht alle mitnehmen werde. Ja, ich werde mich auf jeden Fall auf diese zwei Waffen hier beschränken und für den Fall der Fälle auf die oder die umswitchen. Die sind, glaube ich, auch am besten aufgewertet. So, den Zauberstab haben wir gebaut und eins war noch offen. Da wird sich der ein oder andere jetzt freuen, dass ich da noch dran gedacht habe. Wir wollten uns auch schon längst einmal die Brandstifterfackel herstellen. Zwei Fusselseile fehlen und die habe ich tatsächlich extra noch besorgt für uns. Bämschen, die sind auch morgen früh durch. Also, dann pennen wir jetzt, räumen das Bäumchen nochmal aus und dann geht's hoch unter den Schuppen. Müssen wir erstmal ein bisschen freikämpfen, bis ich mich orientieren kann, wo wir überhaupt hin müssen, ne? Leute, erstmal noch ein Schluck Kaffee. Morgens um 6 Ingame-Zeit kannst du nur Kaffee trinken. So, jetzt müssen die Fusselseile durch sein. Ich nehme uns zwei raus. Jetzt habe ich mehr rausgenommen. Und wir bauen uns endlich die Brandstifterfackel. Eine Fackel aus Brandstifterholzkohle, unendlich oft wiederverwendbar, solange du sie aufrecht hältst. Herstellen. So. Brandstifterfackel gebaut. Komm, aber wir lassen uns nicht neben das Bäumchen auszuräumen. Ich muss eh die Essen rausholen. Ist das jetzt schon alles verdorben hier, das Futter? Nee, aber guck mal, den da kann ich jetzt direkt... Ich hab super viel vorbereitet eigentlich. Das Problem ist hier immer nur die Haltbarkeit vom Essen. Ne? Und ich wollte uns auf jeden Fall Heilessen mitnehmen. So. Nerdy steht gut dran, ne? Kriegst du nochmal Geschenke? Ja, er kriegt nochmal welche. Da freue ich mich. Unsere drei Festtagsbäumchen. So, jetzt kommt der große Moment. Ich drücke N. Brandstifterbrocken sind eingelagert und Salzstückchen. Also ist alles so, wie es sein soll. Dann holen wir unser Buffhut hier raus. So, Leute, jetzt will ich die natürlich auch einmal kurz probieren. Wir geben die Armbrust hoch, wir geben den Kolben hoch, nehmen einmal den neuen Stab und nehmen einmal... die Fackel. Muss ich die dann nimmer reparieren jetzt, oder was? So, bitteschön. Ich nehme an, du kannst sie mit Holzkohle reparieren, oder? Da steht nichts von reparieren. Ja, dann lassen wir sie mal kurz anbrennen. Ich weiß nicht, wie die Haltbarkeit ist. Jetzt hat er ja auf jeden Fall, wenn hat er ein bisschen verbraucht, ne? Pass mal auf, es gibt, hier gibt es ja immer... Warte mal, ich muss das nochmal. Hier hätten wir reparieren, ist aber nicht kaputt. Hier haben wir auch reparieren. Brandstifter, Holzkohle. Ey, weißt du was? Dann nehmen wir nämlich jetzt gerade mal zwei Bröckelchen mit. Für den Fall der Fälle. Ich möchte nämlich da unten dann zurzeit immer ein bisschen Licht machen für uns. Ne? Wo hat es denn die hingemacht? Hier, Brandstifter. Nehmen wir mal zwei mit, können wir reparieren. Und jetzt will ich natürlich diesen Stab noch einmal probieren und dann fliegen wir rüber. Fahren rüber, gleiten rüber, zippen uns rüber. So, ist es hier dasselbe eigentlich? Warte mal, ich drücke einmal ganz kurz den... Also, ich kann natürlich blocken. Also, da muss ich aber meinen sauren Stab loben. Der ist wenigstens gerade ausgeklungen. Guck mal den Verreckerladen. Und wenn ich drauf bleib? Okay. Ich bin mal gespannt. Leute, der ist irgendwie... Ja. Ich hab kein Bock mehr. Ich hab kein Bock mehr. Ich hab kein Bock mehr. Oh, Alter, bämst die ab. Boah, aber der macht mal mächtig. Und du kriegst Rüsselbraten raus, ne? Er macht mal mächtig Bums im Gegensatz zum Grün.
Oh, Alter, mit ein bisschen Flächendamage, wie gut. Guck mal, wie schnell ich jetzt hier mein Futter gefarmt habe. Ich liebe diesen Stab schon ein bisschen. Oh. Was ist da hinten los im Gebüsch? Was ist denn da los? Und der ist noch nicht mal aufgewertet. Oh Gott, geht der ab, Leute. Und dieses Motz, diese Schmotze, die er macht. Ich glaube, den werte ich mir nur auf. Wer brüllt denn hier so? Okay, der ist lustig, den nehmen wir mit. Jetzt haben wir natürlich ruckzuck hier Material. Guck dir das an. Genau. Haja, so wie wir jetzt ausgerüstet sind, gehen wir hoch. Ich habe natürlich die Dings mal noch wegkommen. Die Fackel, ich muss auch ein bisschen aufräumen. Das Futter hauen wir uns dann als erstes rein. Alter, ist der gut. Der Effekt ist auch ein bisschen cooler, ne? Wie vom sauren Stab. Ich hatte den sauren Stab ja erstens deswegen gemacht, weil ich dann nicht mehr zurück konnte, ne? Ich habe ja gesagt, komm, wir haben keine Waffe mit saurem Effekt. Und deswegen wollte ich den dann unbedingt. Aber der hier macht schon mal alleine vom Geräusch her viel mehr Laune. Wir werden jetzt oben einsteigen. Ich weiß natürlich nicht, wie stark der im Moment ist gegen wirkliche Gegner. Wir haben ja jetzt gerade nur mehr oder weniger Gemüse. Ne? Wollen wir mal gucken, ob wir den noch Stiefel aufgewertet kriegen, bevor ich losrenne? Bin mir da nicht so sicher. Hey, ich habe keinen Sprödlinger mehr. Ich müsste farmen. Ach ja, aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Spröder, Spröder. Ich gucke nur mal kurz. Ah doch, guck mal. So viel dazu. So viel dazu. Nee, oder? Was ist mit denen jetzt? Warum haben die jetzt, weiß ich mein? Warte mal geschwind. Ich hau jetzt mal kurz das hier darüber. Das hau ich darüber. Hey, die machen wir jetzt noch mit. Ich hab halt jetzt nichts mehr drin, was ich hier lassen will, ne? So, wo sind die? Wo seid ihr denn? Da klemmt ein Ding drin. Wollen wir mal gucken, wie viel Damage ich an dem mache. Mache ich eigentlich auch Schaden an meinem Zeug? Jo, natürlich mache ich Schaden an meinem Zeug. Blöd. Das war jetzt mittel. Oh, das war überhaupt nicht witzig, was ich jetzt hier gemacht habe. Junge! Ja gut, aber hinter jedem Zauberer steckt ja auch ein bisschen Chaos. Nein, meine Brücken! Egal, ich richte es wieder. Ich baue es wieder auf. Aber der ist jetzt nicht so geil, ne? Gegen die normalen Viecher. Das ist so eine typische Zauberernummer. Erstmal volles Chaos. Sag mal, wo greifen denn die bitte an? Ich sehe sie nirgends. Glühwürmchen hat aufgegeben. Die müssten ja normalerweise jetzt hier irgendwo kommen. Die Lavas. Marien und Spinny. Weil manchmal kann es jetzt auch sein, dass sie vielleicht bei uns drüben angreifen, ne? Das weiß ich nicht so genau. Ach, jetzt habe ich da oben alles wegholz. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte eigentlich mit euch zur Story heute. Oh, das sieht nicht gut aus. Hier ist alles rot. Ja, kommt mir nie in. Da unten sind sie doch. Schauen wir mal. Okay, für die war es okay, ne? Normal zeigt sie mal an, wo sie sind. Was habe ich denn da? Da hinten kommt nochmal eine. Ja, es ist ja machbar. Wir machen uns eher die Base dann selbst kaputt, ne? Jo, das nehmen wir jetzt auch kurz mit. Ich kann natürlich jetzt hier nicht weg, bevor die nicht alle erledigt sind. Ansonsten haben wir alles, ne? Mehr machen wir nicht. Hallo. Bitte zeigen Sie sich. Ich renne da jetzt nicht hin wegen der Spinne halt, ne? Ey, der Stab ist cool, wenn wir den voll aufwerten. Ich glaube, wir nehmen den hier, ne? Vom Geräusch her könnte man meinen, da kommt die Mods-Truppe. Ich höre sie, aber wo sind sie? Ah, da hinten wieder. Na, wir laden den Zauberstab auf, meine Freunde. Bämschen. Ist das übel, wie du die dann... Also, ja, ist ja okay, ne? Zum Abfarmen ist das auf jeden Fall eine coole Geschichte mit dem hier.
Mehr sehe ich leider gerade nicht. Doch, da kommen wieder. Irgendwie sind sie da heute drin, in dem Eck. Oh. Der war wohl nicht so geil. Oh, guck mal, das sind ja die Kugelkäferlarven, Leute. Das sind ja die Kugelkäferlarven. Oh, cool. Mal interessant, dass die auch hier vorbeikommen. Ich dachte die ganze Zeit, das sind die billigen. Ja, also billig hört sich jetzt auch nicht so schön an für die. Du bist keine billige, du bist die Spinne. Interessant, dass es doch so sein kann, dass die vorbeikommen, ne? Hätte ich nicht gedacht. Rache ausgeübt. Also irgendwo hat jemand noch was gemacht, ne? Also parallel zu meiner Zauber-Chaos-Aktion. Okay, komm, wir gehen. Sonst überlege ich mir so 10-mal. Weil ich habe schon so ein ganz kleines bisschen, frage ich mich natürlich schon, was da jetzt bei uns passieren wird heute unterm Schuppen, ne? Da wartet einiges. So. Also pass auf. Wir müssen die große nehmen. Ja, dann fahren wir gemeinsam rüber und dann schauen wir mal, was passiert. Wir können uns ja oben am Schuppen den Speicherpunkt richten. Dieses Mal hätte ich eine komplette Folge drehen können, wie ich da hochlaufen bin. Ich bin jetzt 3-mal runtergeknallt. Gott sei Dank habe ich die Puste. 3-mal, weil kein Geländer dran ist, ne? Weil ich immer denke, jo, das wird schon. So, Schuppenschmuppen. Der Schuppenschmuppen. Warte doch. Wir machen natürlich Folgendes, weil ich jetzt nicht weiß, ob das Ding noch oben steht. Respawn-Punkt ist gesetzt. Ich nehme unser Schild für den Fall der Fälle, dass wir wenigstens da noch ein ganz kleines bisschen auflockern können. Wir gehen die Reise gemeinsam. Ich schneide uns jetzt nicht bis direkt zum Schuppen rüber. Wir laufen da jetzt gemeinsam durch. Hallo. Ich habe eigentlich gar keinen Bedarf im Moment. Da müssen wir jetzt gucken. Naja. Ich würde sagen, wir gehen einfach runter, räumen ein bisschen auf. Ihr seht, das Inventar ist momentan mit Essen und so voll. Das wird sich Stück für Stück leeren. Aber wir nehmen jetzt nicht jeden Loot mit, ne? Weil wir können immer noch... Wir können immer noch Loot sammeln gehen, wenn wir dann Bock drauf haben. Nee, lass die mal stehen. Auf die haben wir jetzt keine Lust. Sonst greifen sie nur wieder an. Die sind immer gleich sauer, wenn man mit denen da irgendwie verkehrt, ne? Schubdubiduba, schubschubdubidu. Also gut, trinken haben wir dabei, essen haben wir dabei. Wir haben 27 Schmusis dabei, plus 2 und 3 Buff-Smoothies. Wir haben Pilzparo noch dabei. Falls wir recht zügig vorwärts kommen. Mit zügig meine ich eigentlich hauptsächlich, dass wir die, ne? Wenn man seine eigenen Worte vergisst. Mit zügig meine ich eigentlich, dass wir früh die schwarze Witwe finden. Denn die ist im Prinzip das Problem Nummer 1. Von mehr weiß ich nicht da unten. Die Nashornkäfer sind für uns kein Thema mehr. Die Kollegen Spinnen hier, die machen wir normalerweise mit links. Dann enttrappe dich, mein Freund. So, wir laufen aber erst kurz hoch zum Speicherpunkt, bevor wir dann hier reinflutschen. Wir haben Licht dabei, wir haben eine Rüstung, die ist komplett aufgewertet. Beim Kolben hätte man noch was machen können, wenn wir gefarmt hätten. Aber nachdem wir jetzt die Orchideenmantis besiegt haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir da unten das irgendwie schaffen. Hallo. Hallo, Mittagessen. Du Schwein! Ich bin's, der Wiefel, dein alter Kumpel. So. Was mich jetzt natürlich noch... Was ich mich noch frage, welche Kreaturen... Ach, kann das sein, dass ich das Shelter ganz vorgestellt habe? Kann sein, ne? Weißt du was, dann nehme ich es mit runter und setze es direkt unten an den Eingang. Ja, komm. Story, Leute. Da schneide ich jetzt nicht. Geht halt dann morgen noch weiter, ne? Ah, ich hoffe, das steht auch noch da vorne. Weil hier muss ja noch einiges auf uns warten, ne? Die ganzen Maschinerien hier und so. Ich schätze, wir sind schon eine Weile insgesamt unterwegs, ne? Wenn ich es richtig weiß, also als Infogrundlage, dienen mir hier die Updates, die so kamen, wo ich auch die Patchnotes mal gelesen habe. Jo, da steht's. Dann müsste das das letzte wirkliche Labor sein jetzt, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier... Und weil ich mich kenne, stelle ich sie mal kurz zwischendrin ab.
Dub dubi duba, dub dub dubi du, dub dub dubi duba. Ja, also. Hier direkt bei unserem Mittagessen. Spawnpunkt setzen, wobei ich nicht sicher bin, ob was. Wir machen es wieder mit Speichern, würde ich sagen. Leute, steigen wir ein, oder? Steigen wir ein. Jetzt habt ihr fleißig durchgehalten. Jetzt pass auf, dass ich. Also trinken kann ich ja direkt aus der Tasche. Ne? Das heißt, ich setze unsere neue Fackel mal hier hin. Die wollte ich eigentlich raushauen. Den Leuchtturm ziehe ich erst auf, wenn nichts mehr geht. Ach, gerade da ist mir jemand gefolgt. So, aber hier brauche ich sie noch nicht. Ne? Ein bisschen. Ach so, ja, das geht ja schon los. Hier haben wir natürlich den ganzen Loot liegen lassen. Sollen wir die Heilbomben mal mitnehmen? Die nehmen wir mal mit. Hier haben wir auf jeden Fall noch Salzstückchen. Die brauchen wir jetzt nicht als Loot. Im Moment, ne? Im Moment brauchen wir die nicht als Loot. Hier haben wir eine Fressbombe. Wer weiß, ob man da unten Bomben braucht. Ich nehme sie mal mit. Fusseln wären hier noch. Müssen wir jetzt auch nicht. Die Karteikarte kann ich nicht nehmen. Hier ist was. Rezept mit Frostschaden. Eine Notiz darüber, wie man die natürliche Kühlkraft von Ice Caps, Minzpastillen nutzen kann, um Lebensmittel zu konservieren. Ein frisches Lager. Bin ich jetzt 10-mal vorbeigelaufen schon am frischen Lager? Ein Kühlschrank oder was? Wusste ich gar nicht. Ein frisches Lager, Leute. Ein Kühlschrank gibt's hier. Wie gut ist das denn? Ressourcenanalyse brauchen wir nicht. Hall ist ja geil. So, jetzt hör mal zu, während ich mich da unten gleich ein bisschen orientiere. Es sieht so aus, als ob wir hier alles hätten, bis auf die Kassette, ne? Also dann. Working in the dark is playing tricks on my mind. I fear every shadow, hear whispers in the silence. Ein Kühlschrank. But most of all, I miss my family. Trudy and her crooked grin, the way she rolled her eyes at my dumb jokes. Sarah, my little angel, how she would jump into my arms every time I walked through the door after work. And Thor. Thor and his obsession of the month. What was the last one? Castle Moldork? No. It was Mance. Dad, what do you mean I don't need Mant minis? Have you seen them? Do you even know what a Mant is? The Mant? It's so rad, Dad. A barbarian, an insectoid warrior with the mind of a human. Hä? Wait a minute. Redet der von unserem Mann des? Mind. I wonder if. Yeah, no, stop it, Kindle. The darkness is giving you strange notions again. You need to focus on the task at hand. Reasoning. Raw science. The key is here. It must be. Okay, da bin ich jetzt aber auch mal gespannt hier, was der da jetzt geschwallert hat. So, pass mal auf. Das war der Infopunkt Stromausfall. Ich weiß ja im Moment noch nicht wirklich, wo es lang geht. Wir sind hier eigentlich nur rumgestacks, um zu gucken, ob wir die Spinne finden. Hier kämen wir runter. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man diese große Arena hier machen muss. Wir brauchen einen Eingang zu einem Labor, ne? Ich nehme an, dass wir in die Schlucht rein müssen, die ich jetzt schon 2-3 Mal ausgespart habe. Waren wir da hinten? Waren wir da hinten an diesem Ding? Müssen wir jetzt als erstes hin, glaube ich. Das heißt, ich wand, da geht ein Schraubendreher rüber. So, pass auf, wir gönnen uns die Fackel. Dafür haben wir sie gebaut. Hier geht's hoch. Ich hoffe, man muss sich da nicht hochbauen. Okay, hier geht's zum Schrauben. Jetzt sollen wir mal da lang laufen. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Ich bin jetzt gerade erschrocken wie Tier. Oh, oh. Hier würde ich aber uns, glaube ich, einfach mal so durchschleusen. Glaube aber nicht, dass hier lang geht, oder? Was halt wieder richtig übel ist, dass ich jetzt hier mit den kleinen Säcken da eigentlich keinen Bock habe. Ich bin so gespannt, sage ich da. Ist alles voll mit denen, ne? Da ist ein Milchmolar. Das Schlimme ist, dass ja irgendwann die schwarze Witwe kommen muss jetzt, ne?
Ich glaube, hier müssen wir dann den gleichen Weg wieder zurück. Gehen wir davon aus, weil ich vorhin gesagt habe, dass wir morgen noch unterwegs sind. Wenn wir Pech haben, sogar übermorgen. Ich weiß nicht, wie groß der Bereich ist. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder zurück. Ich würde sagen, wir gehen über den Schraubendreher als nächstes, oder? Das probieren wir. Essenstechnisch sieht es gut aus, trinkentechnisch sieht es gut aus. Wir haben noch 6 Schluck in unserem Beutel. Jetzt gucke ich gerade mal, vielleicht ist da auch irgendwo eine Pfütze hier unten noch, ne? Ey, die Brandstifterfackel ist einfach eine coole Geschichte. Guck mal, wie lange die hebt. Mit einem Kohlestückchen aufrepariert, bumm, hast du da Ruhe. Schön, dass wir die endlich gebaut haben, ne? 100 Jahre später. So, langsam ein bisschen Energie schnaufen. Ich nehme an, wir müssen über diese Schlucht. Also das Einzige, was ich jetzt entdeckt habe im Moment, ist eigentlich die Forschungsstation. Ne? Ist eine Wolfsspinne, auf die habe ich jetzt auch keinen Bock. Ich glaube, da waren aber mehrere. Nur mal für uns, für den Fall der Fälle. Hatten wir die goldene Wolfsspinne eigentlich? Weil guck mal, uns fehlt noch ein neutrales und 2. Wahnsinn, dass wir die wirklich alle aufgedeckt haben bis jetzt. Wo ist denn die Wolfsspinne? Jungspinne. Oh. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Sollen wir uns den Anti-Gift-Perk reinmachen besser? Ich habe nämlich keinen Bock. Bin ich jetzt erschrocken, weil ich sie nämlich gerade im Schatten gesehen habe? Ich wollte eigentlich gucken, mit was haben wir denn die Nummer am besten gemacht? Da sind noch mehr, gell? Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich habe das blöde Gefühl, wir müssen da rein, aber da möchte ich nicht rein. Pilzschlucht, wo geht's hier hin? Gott, ist das geil gemacht hier unten. Da hat's Tigermoskitos. Ich nehme an, wir müssen da gucken. Wir gucken mal über den Rand. Erdloch unter Schuppen. Mach weiter. Ist nur eine normale Stechmücke. Boah, ist das die Hölle hier. Wir wissen ja nicht mal, ob wir da rein müssen, aber ich glaube schon, runter ist immer so gut. Das gibt richtig Lack hier. Komm runter. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir da rein sollen. Problem wird sein, wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich vielleicht nicht mehr hoch. Wir gucken erst oben rum. Auch auf die Gefahr hin. Da kommt auch was angekrabbelt. Termiten, ne? Also wir merken uns, dass es hier recht tief runter geht. Ich nehme sogar an, dass wir da hin müssen. Wir gucken allerdings uns erst noch ein bisschen um. Jetzt haben wir schon 2 Wolfsspinnen sauber gemacht, ne? Ist das ein Riesenbereich? Das ist wie ein eigenes Biom. Ich weiß gar nicht. Haben wir nicht irgendwas angezeigt? Was ist denn das hier? Erdloch unter Schuppen.
Ey, das ist ein eigenes Biom. Es kann sogar sein, dass wir heute gar nicht das Labor finden. Was ich persönlich jetzt nicht schlecht fände, weil wir sind super ausgerüstet. Wir können hier richtig erkunden, Leute. Ich geh mal vorne noch gucken, ob da noch was ist. Was ich nicht so prickelnd finde, ist, dass jetzt hier alle Ritt irgendwie so eine heftige Spinne ankommt. Aber hey, es ist Endcontent, ne? No water filtration tablets needed. Hier sehen wir ein bisschen was. Dann nimmst du mal deinen schweren Hammer kurz. Beziehungsweise... Die Nashornkäfer waren hier das Problem, glaube ich, auf der Ebene. Was sie hier in der Schlucht... Da hinten leuchtet es, ne? Da werden wir hingehen, denke ich mal. Ich hopf an denen vorbei. Drei Nashornkäfer sind's. Und eine Assel. Der zweite ist auch sauer. Ich habe ihn nur geblockt. Boah, Alter. Wie sauer kann man sein? Wir sind bei der Forschungsstation, das ist ja schon mal was. Junge, Junge. Also hier unten ist leicht kritisch, wenn du mich fragst. So, hallo. Eine Kassette. Raw Science Storage of this magnitude is tricky. It's imperative. Cool time! Out of the sun. Luckily, this crawl space is the perfect environment for both. Once the lab is complete, I can begin my trials of direct raw science infusion. I must know whether this byproduct particle originates from the subject or the process, as I originally assumed. The only way to know for sure is to infuse myself with variable doses. Dangerous? Quite. But it must be done, or I am doomed. If I can replenish these rogue particles in my body, perhaps I can finally reverse this raisinification. Alles klar, Digga. Ey, ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich weiß nur, da unten hat saumäßig viele Feinde. Weißt du, was wir machen? Termiten. Ich erinnere mich. Ich war damals schon zu geil. Okay, pass auf, ich habe ja da hinten das Licht entdeckt. Leute, ich bin total überrascht, wie groß es tatsächlich ist hier. Und wie... Ey, okay, es scheint tatsächlich da hinten lang zu gehen, ne? Da, wo dieser Lichtstrahl runterführt. Ich nehme an, das könnte ein Hinweis sein, dass wir jetzt auf der richtigen Spur sind. Das heißt, da waren wir gerade eben schon, ne? Hier gibt es auch noch jede Menge zum Einsammeln. Dieser Lichtstrahl, der kommt mir so verdächtig vor hier. Wir gehen runter. Da hinten ist es super dunkel. Bist du jetzt bis hierher mitgekommen, du Stück, du Gammlichs? Ich guck mal, ob ich es abgehängt krieg. Was haben wir hier? Nashornkäfer. Zeit fürs Schild. Da hinten sehe ich was, Leute. Hör auf zu schmeißen. Ich habe was gesehen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie wir hinkommen. Das da.
Sieht es so aus, als ob wir runter müssen und wieder hoch? Hier geht's nicht weiter. Also, weißt du was? Auf geht's. Ich merke auch schon, die Zeit ist natürlich jetzt kein Faktor mehr. Wir machen hier so lange, bis wir alles gefunden haben. Auf dieses Rohr drauf zu kommen, scheint mir eventuell da möglich. Nee. Weißt du was? Abstieg. Auf geht's. Dritte Liga. Wo bist du? Aua! Wie wir halt Nahkampf, dem Nahkampf uns verschrieben haben, ne? Lukas, gönn dir los. Not bad. Nee, 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 nee. Ich könnte natürlich auch. Das hat damals schon nicht geklappt, gell? So, Leute, pass auf. Hey, wir gehen jetzt runter. Ich weiß nur, ich will halt so wenig wie möglich Mücken pullen. Alter, guck mal, was hier Zeugs rumliegt, ne? So. I feel a little less squishy now. Tja, meine Lieben, mach jetzt nicht länger rum. Das wird hier auf jeden Fall so lange dauern, wie es dauert. Und ich würde sagen, ich speichere hier. Ich speichere hier und hier geht es morgen an Ort und Stelle weiter. Wir sind im Abstieg. Kann auch sein, das Labor ist da oben, wo wir gerade was funkeln gesehen haben. Da müssen wir irgendwie wieder hoch, ne? Rüsselkäferbraten vergammelt. Ja, ist klar, das geht jetzt los. Schade drum. Aber ich habe noch jede Menge Material dabei. Ich speichere hier. Morgen geht's weiter. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf euch. Bis dann.